Moin Leute, wir sind die Gerümpelhassler und ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem ersten Video überhaupt. Heute stellen wir euch die 10 stärksten Normal Monster aus dem Yu-Gi-Oh! Trading Card Game vor, also jene mit den höchsten Angriffswerten. Bei gleicher ATK entscheidet die höhere Defense über die Platzierung. Viel Spaß dabei! 10. Mit 2750 ATK schafft es der Flügelweber auf Platz 10. Für das Artwork haben sich die Designer höchstwahrscheinlich von religiösen Schriften aus dem Juden- und Christentum inspirieren lassen, in denen von sogenannten Seraphim berichtet wird. Diese werden als Engel mit 6 Flügeln beschrieben, die fortwährend Gottes Thron umkreisen. Nein. Ebenfalls 2750 Angriffspunkte besitzt Sengen Jin. Der Text der Karte bezieht sich auf die Millenniumsgegenstände, die Sengen Jin angeblich bei sich trägt. Jedoch weisen die Waffen auf seinem Rücken keine Ähnlichkeit mit den bekannten Artefakten aus dem Anime auf. Im PlayStation-Spiel Forbidden Memories musste er mit einer Ritualzauberkarte beschworen werden. 8. Auf Platz 8 finden wir das stärkste Normal-Monster der Stufe 7 mit satten 2800 ATK, den metaphysischen bewaffneten Drachen. Seine Typform ist jedoch Wyrm. Ein alter europäischer Begriff, der Drachen- und Schlangenähnliche Kreaturen beschreibt. Im Kontext der Geschichten, die Karten untereinander und auch miteinander erzählen, kann man ihn als Inkarnation des finsteren, bewaffneten Drachen ansehen, der mit der Karte Drachentausch transformiert wurde. 7. Platz 7 geht an den Metallpanzerkäfer. 2800 ATK. Mehr hat kein normales Insektenmonster. Obwohl laut Kartentext mit einer dicken Panzerung überzogen, ist die Death mit 1500 doch eher schwächlich. Betrachtet man das Artwork der Karte genauer, erkennt man, dass der Metallpanzerkäfer weit über die Kronen der Baumwipfel eines Waldes hinausragt. Erinnert mich ein wenig an die Riesenbugs aus Starship Troopers. 6. Als eine von nur 2 Secret Rares aus der allerersten Booster-Serie LOB kommt mit der Seriennummer 000 und 2850 ATK der dreihörnige Drache. Eine der ältesten Karten überhaupt, die in den Anfangstagen immer ein wenig stiefmütterlich behandelt und selten eingesetzt wurde. Dank Karten wie Drachenschrein, Entzahlungnahme und Ruf des Silbernen findet sie jedoch mittlerweile Anwendung in einigen Drachendecks und ist zudem der stärkste normale Drache mit dem Attribut Finsternis. 5. Den 5. Platz belegt die Kosmokönigin mit 2900 Angriffspunkten. Ironischerweise übertreffen ihre ATK und Death die des dunklen Magiers, womit sie das stärkste aller normalen Monster vom Typ Hexer ist und nicht Yugi's Signature Card. Vielleicht hat man sich auch deshalb so lange gescheut, die Karte zu drucken, denn bei uns wurde sie erst im Jahre 2012 veröffentlicht, obwohl sie schon aus frühen Yu-Gi-Oh! Spielen wie Forbidden Memories oder Duelists of the Roses bekannt war. 4. Weder in Sachen Angriff noch in Sachen Verteidigung gibt es ein stärkeres Seeschlangenmonster als die Spiralschlange mit jeweils 2900. Das Artwork ist eine Anlehnung an den Elasmosaurus, einen im Wasser lebenden Dinosaurier, sogenannte Plesiosaurier, die vor rund 80 Millionen Jahren in der Nähe des heutigen Nordamerika beheimatet waren. Er war rund 14 Meter lang, wobei sein Hals etwa die Hälfte davon ausmachte. 3. Bronze geht an Gogiga Gagagigo, der mit 2950 Attack Points daherkommt. Er gehört zu einer Serie von Monstern, zu der auch Gigabyte, Gigabyte, Gagagigo, Giga Gagagigo und Gagagigo der Aufgestiegene gehören. Diese Karten, in Verbindung mit einigen Zauber- und Fallenkarten, in denen die Monster mit ins Artwork eingearbeitet sind, erzählen die Geschichte von Gigabyte, der im Verlaufe seines Lebens immer stärker und schließlich zu Gogiga Gagagigo wird. 2. Platz 2 belegt der Kanindrache, dessen 2950 ATK und 2900 Death in der Summe dieser Werte das höchste Gesamtergebnis aller Normal-Monster erzielt, nämlich 5850. Der Name der Karte, im Original Rabbit Dragon, ist ein Wortspiel aus den Begriffen Rabbit und Dragon.
oder in unserem Fall Kaninchen und Drache. So erkennt man auch auf dem Artwork die charakteristischen Ohren und die Gesichtszüge eines Hasen auf dem Körper eines Drachen. Beides sind Sternzeichen aus der chinesischen Astrologie. Auf Platz 1 und somit auch nach rund 15 Jahren das Maß aller Dinge in Sachen Angriffspower, der blauäugige weiße Drache mit 3000 ATK. Eine der beliebtesten und bekanntesten Yu-Gi-Oh! Karten aller Zeiten. Seto Kaibas Signature Monster. Auf dem Cover der ersten Booster-Serie, neben dem dunklen Magier, das Hauptmonster der ersten Starter-Decks. Was lässt sich nicht alles über den blauäugigen weißen Drachen sagen, was ihr nicht selbst schon wisst? Interessant wäre es für mich zu sehen, ob Konami jemals sein Normal Monster released, das mehr ATK hat als diese Karte. Was sagt ihr dazu? Sollte es mal ein stärkeres Normal Monster geben? Eventuell mit entsprechendem Support, um es spielbar zu machen? Oder sollte der blauäugige weiße Drache für immer seine Spitzenposition behalten, aufgrund des legendären Status, den er sich über die Jahre erarbeitet hat? Eure Meinung würde mich dazu brennend interessieren, also schreibt's doch mal in die Kommentare, was sagt ihr dazu? Wir sind die Gerümpelhustler und das war unser erstes Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt ein Like und klickt am besten auch noch gleich auf Abonnieren.